das Okidok Medienfestival von Klaus Glatzer. Und ich will mich jetzt mal hinsetzen. Die Leute kommen hier gerade rein. So. Ja, wieder links von mir sitzt der Norbert Wagenhagen, dann der Heinz Reutinger, Jutta Bleder, Dagmar Solbrunner und auch Professor Dr. Hans Hörmann. Eigentlich ein ganz tolles, interessantes Publikum hier heute Abend erstmal und vor allem hier. Dieses Publikum, was vor mir jetzt hier gerade sitzt, diese fünf Leute sind es ja, ist ja ein Publikum, was eigentlich auch das Publikum sein könnte, oder? Wenn man es mal betrachtet. Ich weiß, dass man nichts hört, deswegen bitte ich jetzt mal da hinten um Ruhe. So, mal den Geräuschpegel senken. Ja, ich habe gerade schon mal angefangen, ich fange nochmal an, dass einmal der Norbert Bratenwagen hier links neben mir sitzen heute mit dem Thema die Gebrauchsanweisung fürs Leben. Also erstmal Gebrauchsanweisung fürs Leben, wenn man sich das mal so anhört. Gehen wir mal weiter zum Franz. Franz Reutinger hat Themen aufgesetzt eigentlich, die Gesundheit und Wissen betreffen und eigentlich was steckt in dir selbst, in den einzelnen Menschen und dann noch die Frequenzen in den Spirit gehende Thematiken von Fakten irgendwo herabern, weil er betroffen ist in seinem Leben, in seinem Menschsein und dann auch einen anderen Weg gegangen ist. Ich sehe mal, dass wenn man ins System so schaut, wann öffnet sich ein Mensch erstmal? Und da hat der Franz zumindest auch eigentlich einen Hinblick gemacht. Und wenn ich jetzt an Jutta Belle denke, Jutta Belle, da geht es um die Liebe, die Eigenliebe erstmal. Ne? Und ohne den kann es ja gar nicht gehen. Fakten war Angst noch mit drin, Gebrauchsanweisung fürs Leben, Jutta Belle. Ja, und wenn ich jetzt an Dagmar Neubrunner denke, System ist das jetzt, weil es um unsere Kinder geht. Das ist ja unsere Zukunft. Ja? Und unsere Kinder sind eigentlich spirituelle Wesen. Nur wenn ich so in die Welt schaue, wo nehmen wir die Kinder die Kraft weg, eigentlich, die sie eigentlich leben sollten? Das sind so Gebiete, wo ich immer wieder nachdenke, was Okidok ist. Und jetzt kommt da ja wieder Fakten wieder. Das gute Geld. Ich sage dazu, die reale Illusion, in der wir eigentlich leben. Und auf der anderen Seite sehe ich auch legalisierte Staatskriminalität. Jetzt haben wir hier so richtig so Themen her. Ja, und eigentlich sollte in der Kirche auch noch da sein. Und fragt man den Norbert, die Gebrauchsanweisung, eigentlich ist das ja ein kompletter Kreislauf, wenn man sich das überlegt. Ja, da sind auch diese Themen mit drin, die Frequenzen, die Fakten und so weiter. Was denkst du, wo scheitert es in der Gesellschaft hier bei uns, ne, wo die Menschen wirklich das Problem haben, irgendwo sich zu öffnen, entweder mal in die Natürlichkeit zu kommen? Ist auch interessant, was die Dagmar nachher dazu sagt. Also zwei Punkte fallen mir immer wieder auf. Das eine ist, ich möchte nicht meine Komfortzone verlassen, weil solange bei mir zu Hause der Fernseher läuft und alles in Ordnung ist, wie oft höre ich den Satz, es ist doch alles in Ordnung bei uns, ist doch alles in Ordnung. Gut, wenn du das so empfindest, das ist die eine Seite. Und die zweite, mein größter Gegner in allem, was ich tue, ist die Angst. Die Angst der Menschen. Ihre Existenz zu verlieren, ihren Partner zu verlieren, ihren Job zu verlieren, alles. Das sage ich immer, es ist rein eine geistige Einstellung, sonst nichts. Das habe ich in meinem Leben 10-mal bewiesen. Ich sage heute den Leuten, wenn ich morgen in die Wüste gehe, kommandiere ich in einem Jahr die Sankara. Weil ich das kann, fertig. Und ich sage, wenn du dir alles nicht zutraust, ständig in der Angst, oh, was wird hier passieren und was ist da und was ist dort, dann wird das passieren. Das Denken macht unsere Welt. Und ich durfte in den letzten Monaten 2 spezielle Seminare besuchen, wo die Leute ausgesucht werden. Da kannst du dich anmelden, da kommt natürlich zu und sagt, du kannst es. Und da ging es um das Thema der geistigen Kraft. Und dann waren 4 russische Mädchen da, 12 bis 14 Jahre. Dann haben die uns gezeigt, wie Gegenstände bewegt werden. Ich schildere euch das, Glasflasche. Eine Tablette auf einem Tisch, hat er vorher gezeigt, draufgedrückt, das ist so eine Kopfschmerztablette. Haben die Mädchen die Tablette erst an das Glas bewegt, dann habe ich so, oh, das kenne ich. Telekinese, Rahmen, wer das kennt, 5 Liter Drehlasser und so Geschichten, habe ich schon anders gesehen. Dann sagt er, Moment, dann gucke ich da hin, dann haben die Mädchen einen ganz eigenartigen Blick drauf gehabt, also fast stark war der. Und plötzlich geht die Tablette durch die Flasche in die Flasche. Dann nimmt er die Glasflasche hoch und macht so klack, 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 klack und schüttet die raus. Am Schluss sagt er uns im Interview, im Moment trainieren unsere Schüler das Gehen durch Wände.
Und ich, ups, was? Alles, was wir immer erzählt kriegen haben, das geht nicht, das gibt's nicht und so weiter. Und da sehe ich, die haben einfach diese ganzen Dinge der Angst, des Unvermögens, des Nichtkönnens überwunden. Und darum geht's. Ich sage, das, was du denkst, bist du. Und wenn du ständig denkst, der andere, und dann passiert das in deinem Leben. Natürlich geht's nicht von jetzt auf nachher. Alle geistigen Dinge müssen wir genauso üben wie alles andere. Ich sage, glaubt einer, dass er telekinetisch was bewegen kann von jetzt auf nachher? Erinnert ihr euch zurück? Ihr habt 3 Jahre gebraucht, um einigermaßen vernünftig euch artikulieren zu können. Und jetzt meint ihr, in 5 Minuten könnt ihr es lernen? Geht nicht. Auch da braucht es die Übung, die Intention und den Willen dahinter, in diese Stufe oder auf diese Ebene zu kommen. Das hast du so schon erklärt und jetzt sehe ich die Fakten auf der anderen Seite. Ne? Die Gegner jetzt so, glaube ich, so, was heißt Gegner? Die Menschen, die Systemlinge oder die Menschen, die es noch nicht verstehen können, würden jetzt sagen, wir sind Esoteriker oder Spinner oder wir sind anders komisch Denkende. Ne? Und ja, da hapert es in unserer Gesellschaft, sehe ich so. Und ich glaube, das dürfen wir versuchen zu verstehen und dahin denken, dass wir auch dieses Wissen, was wir eigentlich wissen, wo dran es hapert, das sind ja immer die Grenzen, wo man aufeinander stößt. Ne? Eine möchte das Geld haben, der Illusion nachher, ne? Und wir können uns nicht davon trennen und den Abstand davon. Ich weiß, Franz, verstehst du, was ich meine? Und die Kinder wollte ich aber nochmal reinbringen, weil die Kinder sind ja unsere Zukunft, ne? Und wir nehmen doch den Kindern die Energie eigentlich, wenn man mal jetzt mal das anders definiert, das sage ich betont, Energie. Dagmar, oder wie siehst du das? Also heute war ja eigentlich bei allen Referenten und Referentinnen ganz viel von Eigenverantwortung und Selbstverantwortung die Rede. Und ich glaube, trotz all dem, was ich in meinem Vortrag gesagt habe darüber, dass wir Kindern die Chance geben müssen, in einer realen Welt erstmal laufen zu lernen, bevor sie dann irgendwann mit der virtuellen Welt spielen lernen, ist auch jedes Kind, kommt ja hierher, in seiner Schöpferkraft und mit seiner Eigenverantwortung. Und wenn wir uns jetzt hier alle fragen würden, wer von uns hat eigentlich jetzt so eine super ideale Kindheit gehabt, sodass man sagen kann, na ja, das ist ja klar, das ist der, dass die das gut hingekriegt hat oder so. So ist es ja nicht. Wir haben uns ja alle doch durch ziemliche Schlacken auch wühlen müssen. Und insofern, glaube ich, können wir auch das Vertrauen haben, dass wir auch diesmal es nicht schaffen werden, unsere Kinder wirklich nachhaltig aus ihrer Schöpferkraft fernzuhalten. Wir können nur es natürlich fördern und behindern und so weiter, aber letzten Endes sind wir unkaputtbar. Dankeschön, Dankeschön. Franz, gehen wir nochmal zu dir oder vielleicht mag die Jutta noch was dazu sagen. Franz, bitte. Zu den unkaputtbaren Kindern oder ganz allgemein zu dem Oliver? Ja, also ich glaube, was wir hier als Gemeinsamkeit erkennen können, ist, dass es immer um Spielregeln geht. Ganz egal, ob wir eben Gesetze betrachten, die Geldschöpfung, wie sie eben wirklich passiert, egal ob die jetzt legal genannt wird oder illegal, nicht, da sollten wir uns auch noch ein bisschen unterhalten. Denn wie du schön gesagt hast, das, was die Kredithaie und auch die Banken heute machen, ist kein Darlehen. Das ist ein Schuldscheintausch. Das heißt aber, dass Tilgungen und Zinsen nicht gerechtfertigt sind. Keine Rechtsgrundlage. Nicht? Und das ist das Ende, ja, des Kreditsystems, wie wir es heute kennen. Mit der Physik und mit der Telekinese und so hat das auch etwas gemeinsam, weil auch das sind Spielregeln. Das sind auch Spielregeln. Und alles sind nur geistige Regeln. Die Frage ist nur, wer ist der Schöpfer der Regeln? Ja, das ist nämlich im Spiel der sogenannte Metaspieler. Der Metaspieler, genau. Der Metaspieler ist der, der die Regeln schafft. Und da bin ich ganz auf deiner Linie. Ja, da sage ich, da gibt es für mich nur einen und der bin ich. Ja, es ist ganz besonders wichtig, dass wir erkennen, dass wir wirklich die Verantwortung für unser Leben tragen und unsere Schöpferkraft. Und wenn wir uns einmal unser Leben anschauen, das, was man bisher gelebt hat, haben wir auch kreiert. Wir sind gar nicht so abhängig, wie das gesagt wird. Unser Leben, so wie wir es bis jetzt gelebt haben und leben, ist immer unsere ureigene Schöpfung. Sie entsteht aus unseren Gedanken, sie entsteht aus unserer eigenen Kraft. Und wir müssen einfach
uns bewusst sein und vor allen Dingen, wenn es noch nicht ist, bewusst werden, dass wenn ich mir bisher ein Leben erschaffen habe, was nicht meinem Seinsaspekt eigentlich entspricht und nicht dem, was ich eigentlich haben möchte oder leben möchte, dann ist es Zeit umzukehren und meine Gedanken so zu ordnen und dahingehend auszurichten, dass ich das Leben lebe, was zu mir gehört, was mich ausmacht und meine Seinskraft präsentiert. Diese Seinskraft, die ich der Einheit zur Verfügung stelle, die ein gemeinsames schafft und vor allen Dingen ein neues, erwachendes, aufsteigendes Sein. Ja, zum Thema Kinder. Mich berührt es immer wieder, wenn Eltern mit Kindern oder Jugendlichen zu mir kommen, verzweifelt sind und die Kinder schon einen sehr starken Impuls in negative Richtung bekommen haben und gestartet sind. Und diese Mütter, die zu mir kommen, sind nur ansatzweise am Weg, sondern sind im Mainstream, sind in der Schulmedizin, aber haben alles versucht und so weiter. Und es ist emotional gesehen immer sehr intensiv. Was im Zusammenhang mit Werkzeugen, Schwingungswerkzeugen, die ich verwende, betrifft, ist es einfach so, dass es eine Brücke ist zwischen dem Herkömmlichen. Es ist etwas, was man in der Hand hat. Es ist ein Gerät und so weiter. Und man kann eine Brücke schaffen von der herkömmlichen Situation zu der Schwingungssituation hinein in das Wesen vom Kind und dadurch auch hinein in das Wesen der Mutter. Und somit, wenn man dann 5, 6 Sitzungen macht und die Mutter stellt fest, dass zum Beispiel der Diabeteswert der Kleinen sinkt, dass sich die Bauchspeicheldrüse beruhigt oder andere Richtungen einschlagen kann, was in der Schulmedizin nicht bestätigt wurde, geht ein Aufblühen auch der Mutter und des Kindes gleichzeitig los. Aha, es gibt Auswege. Und das ist eigentlich der Punkt, der mich immer sehr berührt, dass es durch Werkzeuge richtig sanft angewendet einen bewussten Impuls gesetzt wird und weitere Schritte da möglich sind, was vorher nicht möglich war. Ja, es ist spannend, wenn es vom Publikum auch Fragen gibt, jetzt heute hier an den Referenten natürlich gerne einmal, das möchte ich sagen. Ich finde, hier passieren viele Dinge in der letzten Zeit, auch wenn man einfach mal so schaut, heute hat der Franz Josef Panz, der jetzt hier nicht sitzt, gezeigt, wie negativ in den Medien, was da alles in der Kronenzeitschrift drinsteht, wo wir so manipuliert werden. Er sitzt jetzt zwar leider nicht hier, ne? Wenn man das mal sich betrachtet, als wenn man noch den gesunden Menschenverstand sagen darf oder die gewisse Logik, muss man immer, ich stelle mir immer die Frage, was tun wir Menschen überhaupt? Wir lassen alles zu, Krieg, schlechte Botschaften, aber das Positive darf hier gar nicht leben. Ja, das sollten doch mal die Systemlinien hören dürfen, die einfach nicht, ja, was reden wir hier, frage ich mich. Sollte doch jeder erkennen. Ist das noch gesunder Menschenverstand? Fragezeichen. Oder sind wir jetzt doch anders? Na, ich denke mir, wir können dadurch so eine Lebensweise doch was bewegen. Ja, und es geht doch um Bewegung hier in unserer heutigen Zeit. Ich habe extra mich sehr gefreut, dass der Franz erstmal da ist, ne, weil es geht um Fakten. Die Dagmar, die erzählt so viel, die hat, so viele Themen hat die Dagmar. Ja, aber ich weiß, dass die Kinder eigentlich ein großes Thema sind und Kinder sind unsere Zukunft, aber wir sind jetzt erwachsen. Der eine ist schon fast Opa oder wie auch immer. Lach. Ne, aber wir werden alle älter. Wann werden wir uns denn bewusst, dass wir leben? Ist das euch auch schon mal so durch den Kopf gegangen? Vielleicht, ne? Ich weiß es nicht. Ne? Ich will es mal nur so sagen. Ja, und das ist jetzt das zweite OKTOK Medienfestival. Ich meine, wir wollen es jetzt nicht so lang machen, aber wenn hier Worte hier jetzt nochmal eine Runde müssen ausgetauscht werden, noch eine Runde oder so zwei, fände ich das gut. Und wer Fragen hat, einfach Hallo sagen. Ja? Ich möchte gerne ja, bitte. Was sagen, weil das fiel mir gerade auf, wo du dies in den Raum gestellt hast.
Grundsätzlich kommt es darauf an, was wir selbst leben, was wir selbst denken und wie wir selbst handeln. Und wir sollten für uns das immer möglich halten, was eben auch uns anbelangt und was wir ausdrücken wollen. Und ich denke noch an einen alten Spruch, der mich begleitet hat. In meiner Kindheit wurde der mir gesagt: Es ist nicht wichtig, was die anderen von dir denken. Es ist wichtig, was du selbst von dir denkst und wie du von dir denkst. Und das ist die Wahrheit. Und da gibt es nichts dran zu rütteln. Die anderen können nicht das leben, was ich lebe. Die anderen können nicht das manifestieren, was ich manifestieren sollte. Die anderen können 100-mal mir sagen, oh, du bist ja ein toller Hecht oder du bist wirklich ganz große Klasse. Solange ich das nicht von mir selbst weiß, nutzt es nichts, dass der andere sagt. Der Ehemann kann 3000-mal sagen zu einem, du bist eine wunderbare Frau, du bist wirklich das Schönste, das Beste, was mir im Leben passiert ist. Und die Frau nöckelt rum. Warum? Weil sie keine gute Meinung von sich hat. Weil sie vielleicht den Idolen nicht entspricht, weil sie nicht die Nase hat, nicht das Gesicht hat, nicht den Po und nicht die Brust und nicht die Figur und sowas. Darauf kommt es überhaupt nicht drauf an. Es kommt ganz alleine darauf an, uns selbst zu leben und auszudrücken. Und auch in Figuren ist eine Individualität spürbar und sichtbar. Und was wichtig ist, dass wir ehrlich sind. Es ist ganz besonders wichtig zu wissen, dass das, wenn ich nach außen gehe, um etwas von mir preiszugeben und zeigen, dass ich wirklich in der Wahrheit mit mir bin, in der reinen Kraft des Geistes mit mir bin. Denn das nehmen die anderen auf. Die anderen nehmen es wirklich auf und wissen ganz genau, ob du es lebst oder ob du es nicht lebst. Und dann wollte ich ganz gerne ein Bild dazu sagen, was wirklich ist. Wenn zwei Wesen sich treffen, dann geschieht das, dass zwei geistige Körper, also Augen, aufeinander zukommen. Die tasten sich ab und die sagen sich schon alles, bevor derjenige dem anderen die Hand gibt. Und die sagen immer die Wahrheit. Und hier liegt 100% die Wahrheit drin, ganz egal, was der andere so von sich sagt. Die Aura, das heißt das geistige Energiefeld, deine Wesenheit, die erzählen sich das. Und deswegen habe ich auch eins gelernt. Es kommt gar nicht so darauf an, dass ich meiner Tochter oder meinem Umfeld jetzt 30.000 Mal erkläre, was ich wie mache und wo ich es mache. Die nehmen das einfach aus meinem Energiefeld auf und sie wissen das. Und sie wissen, wenn ich die Wahrheit sage und sie wissen, wenn ich es lebe und ausdrücke. Und das ist am meisten überzeugend. Und nicht das Wort unbedingt des anderen, sondern ich bin in der Feindschaftlichkeit miteinander verbunden. Und sie tasten sich ab und sie, und dann zieht sich der geistige Körper zurück. Und dann kann ich sehen, dass man, wie gesagt, den Kontakt auch auf der körperlichen Basis hat. Aber das ist interessant. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, lebt das, was ihr seid. Die anderen spüren es, egal ob ihr es sagt oder nicht. Die tasten das ab und sie wissen ganz genau, ob ihr es wirklich lebt oder nicht. Ja, die Frage ist für mich, die Kinder heute, es gibt wirklich jetzt bewusste Menschen, die das auch jetzt auch verstehen. Aber wir haben, glaube ich, unbewusste Menschen. Die Fragestellung für mich, wie kriegen wir überhaupt den Weg dahin? Sag mal, bitte. Dazu würde ich gerne was sagen, weil diese Frage kommt ganz oft an mich ran, gerade mit der Situation der Kinder, die ja sehr unbefriedigend ist und so weiter. Ja, aber wir sind so wenige und was sollen wir denn tun und ach und je. Und ich sagte immer, meine Erfahrung ist, Homöopathie funktioniert. Also das heißt, wenn ein ganz kleiner Teil das, was harmonisch ist, was stimmig ist, was im Einklang ist mit unserem wahren Wesen, manifestiert und praktisch dieses Muster baut und das, wie Jutta gesagt hat, das selber lebt, dann hat das eine ganz andere Strahlkraft, während die
die Medien oder diejenigen, die eben gerne etwas anderes von uns wollen, im Grunde, das hast du auch bei deinem Vortrag gesagt, Jutta, 365 Tage im Jahr 24 Stunden lang ackern müssen, um immer das Falsche in uns reinzuhämmern und in jeder hochauflagigen Zeitschrift und so weiter. Und das ist wie wenn so in einem Orchester, wenn da einige Leute eine Melodie spielen und die anderen machen nur Krach, die Melodie wird sich irgendwann durchsetzen. Insofern bin ich natürlich auch frustriert, das kann ich auch verstehen, wenn du sagst, ah, und die Systemlinge, und dann machen die dann endlich auf. Aber ich muss auch sagen, ich bin so mit mir selber beschäftigt, mit meinem eigenen. Bei mir geht es noch nicht um Tabletten durch Glaswände wandern zu lassen, sondern ganz alltägliche Muster aufzulösen, was ich von mir glaube und was ich für Minderwertigkeitskomplexe habe oder für Geltungsbedürfnisse. Und damit bin ich so beschäftigt und mein Mantra ist wirklich, an jeder Kehr vor seiner Tür ist rein das ganze Stadtquartier. So, und der ganze Planet. Und Hans, glaubst du, dass wir im System irgendwie mal Strukturen haben, die wirklich gesund sind, die wirklich gut funktionieren können? Also, wenn man heute reinschaut, schauen die Menschen nicht gerade positiv rein. Damit wir sowas in dieser Art leben könnten, sag ich mal. Naja, also das ist ja immer die Frage des Betrachters, wie wir das System, wenn wir es anschauen, interpretieren. Also ich habe mir angewöhnt, den Systemzustand immer als eine bestimmte Stufe des Lernens zu interpretieren. Also wir haben das individuelle Lernen und wir haben das kollektive Lernen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Alien vorstellt, ein Raumschiff, und die schauen so auf uns runter, dann würden die so in den letzten 50 Jahren schon bestimmte Veränderungen sehen. Ja? Also da gibt es bestimmte Muster, die so nicht mehr auftreten wie vor 50 Jahren. Und auch merkt man zum Beispiel am Energieverbrauch, ja, wann gehen die Lichter in der Großstadt an, wann gehen sie runter, ist das synchronisiert, ist das getaktet oder ist es individuell, also chaotisch, ja, also selbstorganisiert, emergent. Das kann man im Energieverbrauch und im Ein- und Ausschalten von solchen Netzen oder auch wenn Autos von Kfz fahren oder so wunderbar von außen sehen. Und das sind Signale, wo man den Reifegrad der Zivilisation ein paar Lichtjahre weit, ja, ganz genau messen kann. Ja, wunderbar. Und die freuen sich sehr darüber, dass hier was weitergeht. Also im Prinzip ist das, sind das Lernphasen. Und die Lernphasen können natürlich Freude machen, wenn man gelernt hat, nicht an Alten festzuhalten. Ja. Daher ist das Loslassen die erste Stufe, dass man mal erkennt, was brauche ich nicht mehr. Dann lasse ich es los und dann freue ich mich auf das Neue, das kommt. Und das Neue, das ist das Schöne, das werden wir alle gemeinsam gestalten. Nicht? Da bringt sich jeder ein, weil jeder seinen Platz hat und weil Fülle für jeden da ist. Ja, und das ist dann der Übergang von einer, sagen wir mal, planetaren Zivilisation auch zu einer kosmischen. Ja? Weil in größeren Bereichen, da ist für beschränkende Geldsysteme und für Mangel und sowas gar kein Platz. Ja? Mit Menschen, die also solche oder Wesen mit solchen Dogmen im Hirn, können die nicht mal reden. Ja? Ist unter ihrer Würde. Aber auch die Medien spielen immer eine Rolle. Wie kannst du dir vorstellen? Medien sind ja eigentlich die Verantwortlichen, wenn man hier auch so sieht. Und du bist eher alternativ anders unterwegs. Wie siehst du die Medien in Zukunft? Wird da was sich ändern? Es wird sich dort bereinigen, wie sich alles bereinigt. Und das wird ein ganz automatischer Prozess sein. Wir sehen ja in Deutschland bereits, die ersten Zeitungsverlage haben Probleme, die Auflagen sinken. In den letzten 6 Wochen haben in der Schweiz 2 Fernsehsender zugemacht wieder. Weil es nicht mehr finanzierbar ist, und das ist ja auch so eine Flut, wenn man sich bedenkt, wenn Sie heute einen Satellitenempfänger haben, haben Sie 900 Fernsehprogramme. Wer kann das denn noch durchblicken? Ich sag, wenn ich da um 8 Uhr anfange zu zappen, bin ich um 1 fertig, kann ich dann gerade einschlafen, dann weiß ich mal, was gelaufen ist. So. Und im Kabelfernsehen ist es ähnlich. In der Schweiz haben wir, wenn Sie das Vollprogramm haben, 340 Sender. 340 Sender. So, und natürlich gibt es das ja, die machen von morgens bis abends Verkaufe, die anderen machen von morgens bis abends auch einen Teil, den wir machen. Ich sage mir die Zukunft voraus und so weiter und so weiter. Was sage ich immer? Ich sag, wenn es nach mir ging, würde ich 10.000 Sender installieren und würde dann warten, was die Leute machen. Weil wir müssen entscheiden. Das habt ihr jetzt von allen, die hier sitzen, gehört. Ich entscheide, was ich gucke und ich bin die Macht. Und wenn der Unsinn erzählt, mache ich dick. Und Tagesschau gucke ich schon gar nicht mehr an und Wort zum Sonntag auch nicht. Das gebe ich nämlich selber, das Wort zum Sonntag mir. Und noch 2 Sachen, die ich da gehört habe. Zum Beispiel eins, was die Dagmar gesagt hat. Es gab ein Interview vor, ich glaube, 4 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, zwischen einem französischen Journalisten und dem Dalai Lama.
Dann hat der französische Journalist den Dalai Lama gefragt, ja, du erzählst immer hier von einer liebevollen Gesellschaft und die ganze Welt kann liebevoll werden, wie soll das denn gehen und wie lange wird das dauern? Und da hat er wie immer gelächelt und hat dem Journalisten geantwortet, wenn wir heute beginnen würden, unsere Kinder liebevoll zu erziehen, hätten wir innerhalb einer Generation eine liebevolle Welt. So einfach ist die Nummer. Es ist gar nicht schwierig. Dann sagen sie mir immer so, ja, Norbert, du machst jetzt so viel und wo willst du denn hin? Und wo? Er sagt, wisst ihr, was für mich das Erstrebenswerte ist auf dieser Welt? Dass ich die menschliche Vollkommenheit erreiche. Ein Mensch muss nicht perfekt sein. Ein Mensch muss noch nicht alles wissen. Ein Mensch muss weder schön sein nach irgendeinem Ideal noch sonst was. Menschliche Vollkommenheit heißt, ich lebe die Güte des Schöpfers. Ich lebe die Güte des Schöpfers. Und bei allen Dingen, die ich täglich sehe, das, was die Dagmar gesagt hat, war eben sehr interessant. Ich bin damit beschäftigt, jeden Tag festzustellen, welche Fehler ich noch habe. Klar, geht mir genauso. Und immer wieder, ich habe da tolle Menschen um mich herum und die sind auch ehrlich zu mir und sagen, du Norbert, also das war jetzt nicht so lustig, was du da gemacht hast. Und dann gucke ich mir das selber nochmal an und denke, was hat ich wieder eingeholt? Der Ego. Du holst wieder, ah, ich bin der Größte und der Stärkste und der Beste und so. Und das merke ich immer mehr, dass das, bevor es hochkommt, spüre ich es. Dann sage ich immer zu mir, halt, mein Freund, darum geht's gar nicht. Es geht um die Message. Und das wird in den Medien so sein. Wenn Sie morgen sich entscheiden, nicht mehr, ich nehme jetzt mal Schweizer Beispiele, die NZZ zu kaufen oder der Tagesspiegel, kann ich Ihnen ausrechnen, wann die pleite sind. Wenn morgen ein Mineralölkonzern die Meere verdreckelt und wir haben endlich die Konsequenz zu sagen, ab heute tanke ich nicht mehr bei Aral oder bei Esso. In 4 Wochen ist die Bude zu. Heute ist alles just in time. Die Wirtschaft ist so eng kalkuliert. Wenn die Menschen mal ihre Macht verstehen würden, könnten sie morgen die Welt verändern. Aber wir sind uns nicht einig. Jeder will sein, so ich gucke nur nach mir. Was haben wir eben gesagt? Eigenverantwortung, hinstehen, gucken, wie es ist. Und wer steht denn wirklich noch hin? Ich habe in den letzten 5 Jahren 8 Barkom-Verfahren weggeballert, 3 Staatsanwaltsverfahren weggeballert. Warum? Ich stehe hin für das, was ich denke. Und niemand hält mich auf. Warum? Weil ich mich verbunden habe. Und ich sage immer der Welt, ich werde nur Dinge tun, die ich verantworten kann. Punkt. Und das sehe ich, dass... Die Jutta möchte was sagen und ich möchte auch mal den Franz mal sagen, so, was sind das für dich für Gefühle, so, wenn du das alles so hörst? Ne? Aber Jutta, erst noch mal kurz. Ich möchte gerne noch etwas zu dem Thema sagen, weil wir sehr falsch erzogen sind in der Beziehung. Und wir haben immer die Tendenz, wenn wir etwas nicht richtig gemacht haben, nicht richtig gedacht haben, das zu bemänteln und wegzustecken oder so hoch, hoffentlich sieht das keiner, hoffentlich bemerkt das keiner. Ich kann Ihnen nur eins empfehlen, wenn Sie endlich bei sich entdecken, dass da irgendetwas nicht stimmt oder ich nicht richtig gemacht habe oder ich mich verändern sollte oder so, begrüßen Sie es. Mensch, jetzt bin ich fündig geworden. Super, denn alles, was Sie finden, kann ich verändern. Nur das, was man mir wirklich zeigt und das oder dem ich Bewusstsein für etwas entwickle, was ich nicht richtig tue, oder was wenn ich gut oder wie gesagt, egal welchen Fehler ich mache. Begrüßen Sie das und dann gehen Sie dran, das zu verändern. Mensch, ist das super. Jetzt habe ich es entdeckt, super. Und dann hören Sie auf sich rumzuknüppeln. Weil das ist immer noch diese Methode, die wir kirchenmäßig halt seit Jahrtausenden eingeprägt haben. Ich habe einen Fehler gemacht, ich bin ein Sünder und jetzt muss ich mich kasteilen. Weg damit. Das stimmt nicht, das ist nicht die Wahrheit. Der Schöpfer dieses Universums ist Liebe. Und er braucht keine Menschen, die sich kasteien und die sich selbst prügeln und sonst was. Seid euch gewiss, wenn ihr fündig werdet, alles, was nicht richtig ist, kann ich ändern und kann ich verändern. Und freut euch darüber, wenn ihr fündig werdet, dass da irgendetwas ist, was immer beim Missklang mit mir und meinem Seinsaspekt steht. Und dann habt ihr wirklich die Möglichkeit, zu euch zu kommen. Aber hört auf euch rumzuknüppeln und euch dafür zu kasteien. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, es erkennen und verändern zu können. Das ist alles. Also mich freut es unter
so bekannten Namen zu sitzen, die ich immer nur von Internet und stundenlangen Zuhören kenne. Das ist ein super Gefühl, hier sitzen zu dürfen. Mit meinen 59 Jahren. Es gibt immer ein erstes Mal. Ja, mir gefällt einfach diese positive Einstellung von dir, Norbert, oder von allen hier in dieser geistigen Ebene, die Impulse zu setzen. Das ist vollkommen Wahrheit. Ich bin überzeugt davon und ich habe den Weg auch, bin den Weg auch gegangen. Nur mit meiner Art und Weise, sich mit dem Leben und den Menschen zu beschäftigen, bin ich trotzdem immer noch vorsichtig. Nur positiv zu denken, nach meiner Erfahrung, war ein Irrweg sondergleichen. Ich bin in der Hölle gegangen, in der Hölle gelandet. Meine Chefs haben extra Seminare für mich bezahlt, weil ich einer der Negativdenker seitens gesehen habe. Ich habe dieses Wissen also versucht umzusetzen und es ist grandios schief gegangen. Nämlich, dass das Werkzeug positiv denken, ich umgesetzt habe in dieser verschlüsselten Form und meinen Selbstwert durch das Nichterreichen weit in den Tiefkeller gegangen ist. Und bin irgendwann draufgekommen, Franz, positiv denken ist schon gut, ist der männliche Teil des Schöpfungsprozesses. Aber es gibt auch einen weiblichen Teil des Schöpfungsprozesses, das ist Emotion oder Emotion oder Gefühl. Das heißt also, wenn beide auf gleicher Höhe sind, gibt es Schwangerschaft. Ja. Und wenn ich gefühlsmäßig im Tiefkeller gelegen bin und meine Gedanken sind auch runtergegangen, weil es so schön ist, mit Weiblichen zusammen zu sein, schöpfe ich ganz tiefe, negative Zukunft. Und da hat mir positiv denken sehr geholfen, jetzt von Input her, weil ich ein Mann bin und mit positiv denken habe ich Denken verbunden. Ich habe nie das Emotion, das Gefühl verbunden. Ja. Und somit ist positiv denken seinerseits schon sehr positiv gewesen, weil die Gedanken wurden gezwungen ins Erdgeschoss zu gehen und die Gefühle konnten im Tiefkeller bleiben. Also gab es einen Coitus Interruptus. Ja. Also das war schon ein kleiner Stopp für die Zukunft, dass es nicht mehr so weiterging. Ja. Und erst wie ich dann begriffen habe, es geht mir als emotionaler Typ und als sensibler Typ um die Heilung meiner Gefühle, als wichtigen Aspekt zu mir zu stehen, zu lernen und die Selbstwertgefühle zu entwickeln und so weiter. Da ist dann der Groschen gefallen. Und es ist besonders wichtig zu wissen, dass man nicht den ganzen Tag mit so einem Schießlächeln rumlaufen kann. Das stimmt nicht. Es geht in Wellen. Es geht immer hoch und runter. Aber den Ist-Zustand festzustellen, dass, wenn man gefragt, wie geht's denn gerade? Ich bin gar nicht so gut drauf. Das heißt, ich bin in Kontakt mit mir. Aber es ist nicht die Wahrheit, den ganzen Tag jemand zu sagen, ach, mir geht's gut, ach, es geht's mir gut oder so. Das ist es nicht. Es geht in Wellen, immer dran denken. Und es geht hoch und es geht runter. Es gibt nie eine Steigerung, die ist so. Es geht immer so, so und das Plateau kommt immer. Und nachdem die Spitze war, geht's ein bisschen runter und dann gibt's das Plateau, auf dem man sich manifestiert. Und das ist die Wahrheit. Nie glauben, dass ich den ganzen Tag nur mit sonst was für Gedanken rumlaufen muss. Aber wenn ich meine Gedanken ändere und ich sage zum Beispiel, mein Gott, ich habe Angst. In Ordnung, wenn ich das sage. Aber ich könnte jetzt sagen, damit ich es positiv verändere, mein Gott, ich bin ja gar nicht im Vertrauen mit mir. Verstehen Sie das? Das ist eigentlich die Art des positiven Denkens. Und nicht damit so ein Heiligenschein rumlaufen wollen. Die Wahrheit ist, dass wir klar wirklich uns anschauen müssen und klare Gedanken darüber haben müssen. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, dass wir wissen, die Wortwahl und die Gedanken zu ändern. Also, wenn ich weiß, ich bin
ängstlich, dann sollte ich das Wort gebrauchen. Ich bin nicht im Vertrauen, weil das Unterbewusstsein kennt ja das Wort nicht nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn ich es öfter sage, einfach klar für mich hinstelle, ein anderes Wort dafür nehmen. Und ich finde, wenn es Therapeuten gibt, die sagen, ich rauche nicht mehr, dann bringen sie dir gerade bei, dass du mehr rauchen sollst. Und ich bin nicht mehr krank. Aber was heißt das? Aber ich bin krank. Und das manifestiert man, wenn man das öfter sagt. Also nehme ich doch das Wort, ich bin gesund und ich bleibe gesund. Oder ich tue was für meine Gesundheit. Das möchte ich noch dazu sagen, wenn es heißt positives Denken. Das andere ist nicht richtig. Bitte nicht glauben, dass alle damit so ein Käselächeln da rumlaufen müssen. Ich sage immer Cheese, Käse, also deswegen sage ich Käselächeln dazu. Bleibt in der Wahrheit mit euch. Zeigt, wer ihr seid. Und wenn es euch nicht gut geht gerade, es fragt euch einer und sagt ihm einfach, mir geht es gerade nicht gut. Und das ist wichtig. Und dann könnt ihr euch gleich wieder darum kümmern, dass es euch besser geht. Aber nur dann, wenn ihr es für euch festgestellt habt. So. Ich hake die ganze Zeit noch bei dem, was Frau Zwermann gesagt hat, über die sich in Chaos auflösenden Muster, die andererseits eine Individualisierung anzeigen. Und alles, was dann der andere Franz und ihr, was ihr gesagt habt, passt da insofern rein, als ich immer das Bild habe, oder es ist eine physikalische Tatsache, wenn man Wasser kocht, so dass es die Dimension wechseln kann, ja, vom Flüssigen in den Wasserdampf, dann gibt es notwendigerweise, und da gibt es jemanden, der schon vor 100 Jahren einen Nobelpreis für gewonnen hat, Prigogine, der das gezeigt hat, dass in jedem komplexen System, bevor ein ganz neuer Zustand erreicht wird, notwendigerweise eine Phase des Chaos sein muss, zumindest das war der Unbestimmbarkeit. Und wenn die Leute dann anfangen, individuell ins Bett zu gehen, ist das schon mal gut. Und wenn sie dann eben, da hat sich das für mich nämlich verknüpft, das, was Jutta jetzt gesagt hat, von wegen, oh, ich bin ja so super, 24 Stunden gut drauf. Was uns das sagen lässt, ist ja die Angst vor diesem Chaos eigentlich. Und ich merke jedenfalls bei mir, wenn ich wichtige Schritte mache und an wirklich tief sitzenden alten Kindheitsprogrammen irgendwie rumdoktere, wenn es sich dann anfängt aufzulösen, dann fühle ich mich nicht wie ein Sieger, sondern ich fühle mich, als hätte ich Wackelpudding in den Knie, weil ich auf einmal überhaupt nicht mehr weiß. Ich habe mich ja durch das Alte definiert. Wir alle definieren uns doch die ganze Zeit, ne? Mein Haus, mein Auto, mein Boot oder meine Sozialwohnung, wie auch immer. Über das, was, wie wir glauben, dass wir sind. Und wir können aber nur wir selber werden, wenn wir diese Sachen so nach und nach abschälen. Und meine Erfahrung ist, es fühlt sich ganz unsicher und wackelig und wabbelig an. Und wenn wir dann denken, oh, ich fühle mich unsicher und wabbelig und wackelig, das kann es ja nicht sein, dann täuschen wir uns. Genau da geht's lang. Und diese Erwartung, die oft so geweckt wird, dass man halt, ja, immer gut drauf, immer super, es ist nicht, also das kann ich von meiner Erfahrung nicht bestätigen, sondern es ist ein Auf und Ab und das ist okay. Und wenn wir das ableugnen, nehmen wir uns das auf. Das ist dann die Verflachung der Gefühle, die man Depression nennt letzten Endes. Ne? Ja, ich kenne das in etwa, wenn sich bestimmte in der Kindheit oder kurz danach gebildete Muster auflösen, diese Unsicherheitsphasen, ja, und auch, dass das ein bisschen das Gefühl hat, das wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen und so, nicht? Das gehört alles dazu. Ist bei mir aber schon 15 Jahre her. Ja, hat mit dem Alter auch zu tun. Aber im Prinzip kann ich nur eines raten, wie du so schön gesagt hast, dieses Auf und Ab. Freu dich einfach auf die Hochschaubahn. Ja, freu dich auf die Hochschaubahn. Dann bist du nämlich in der Tat immer im Positiven, egal in welche Richtung es geht. Ja, du genießt einfach dieses Rauf- und Runter-Gefühl, ja, weil du weißt, du wirst nie aufschlagen, du wirst auch nie oben bei der Decke rausfliegen, ja, aber das dazwischen macht Spaß. Ja, also die Veränderung ist ja das, was uns vorantreibt. Wenn ich erstarre, unten oder oben, ist vollkommen egal, gibt es keine Bewegung, gibt es kein Leben mehr. Ja. Aber diese Veränderung zeigt ja eigentlich nur an, dass wir weiterkommen. Und das ist das, worauf ich mich immer freue. Ich weiß, jeden Tag, ich bin am Abend klüger als in der Früh. Ja, und darauf freue ich mich immer wieder.
ich würde mal sagen, dass wir langsam zu Ende kommen. Vielleicht gibt es ja ein paar Fragen noch aus dem Publikum. Und wir können einfach mal so noch auf dem Wege von euch nochmal geben. Was können wir versuchen, und jeder für sich wenige Worte, wie man ja eine gute Botschaft heute rausgibt für die Menschen, die vielleicht jetzt einfach die Botschaft an die Menschen von euch. Nur ganz kurz. Das ist ganz einfach zu sagen. Ihr seid alle wunderbar, ihr seid vollkommene Geschöpfe, euch steht alles zur Verfügung, aber ihr müsst es tun. Jeder Einzelne, keiner, der hier sitzt, kann euch einen Weg bereiten. Wir können euch alle von unseren Erfahrungen berichten und jeder kann das rausnehmen, was für ihn nützlich ist, aber er muss seinen Weg gehen und dann kann auch kein anderer für ihn gehen. Und ich will euch nur ermutigen, tut das. Tut das, und wenn euch Unrecht geschieht, ruft mich an. Ich muss relativieren. Warum relativiere? Weil es meiner Meinung nach ganz verschiedene Typen von Ausgangspositionen gibt, wo die Menschen oder Kinder starten. Und es gibt einfach von der Grundkonsistenz her starke Wesen von Haus aus, die belastbar sind, die 36-fache Impfung ohne Probleme wegstecken und die ersten Arztbesuche einfach hinter sich bringen und den Mund freiwillig aufmachen beim Zahnarzt und dann noch mit zum Drüberstreuen von einem Fremden und Tante geschwind eine Nacht verbringen. Ja, ich nenne das, ist ein Bison in sein Wesen. Also bei minus 30 Grad steht er in der Prärie und lässt sich mal die Ohren durchblasen. Ja, so ist. Ja, die anderen Extremtypen ist eines, eigentlich nur Sommerkinder, wenn es warm ist, und sitzen bei 30 Grad auf den Hörnern bei den Bisons. Ja, die Schmetterlinge. Schmetterlinge überhaupt nicht belastbar. Eine Harmoniebandbreite gering bis zum geht nicht mehr. Haben blaue Augen, sind blass und empfindsam bis zum Umfallen. Wenn die schon als Kleiner den Arzt sehen und der hat die Spritze in der Hand, kriegen die alle Zustände. Der Blitz fährt bei ihnen oben rein, oben raus und haben das erste Schockerlebnis. Und mit diesem ersten Schockerlebnis, ja, starte ich und dann kommt es darauf an, wie ich, welchen Weg ich weitergehen darf. Ja, und dann sitzt dieses Schockerlebnis. Und, dieses Schmetterling mit 18 einen Mann, der ist natürlich kein Schmetterling. Weil sie ja lernen muss, mit Bisons umzugehen oder das eigene kennenzulernen. Und dann bekommt sie das erste Kind und der läuft sofort davon. Und sie ist total getroffen. Ja, vom Wesen her. Und dann ist das ein ganz anderer Weg. Und wenn die mit 30 Jahren draufkommt, mit diesen Themen, wo wir hier sprechen und was ganz wichtig ist, um die geistigen Zusammenhänge zusammenzuführen, die kann das nicht umsetzen in dieser Geschwindigkeit, wie du es einfach richtigerweise sagst, dass es schnell gehen würde. Wenigen Worten auch für dich die Frage, was würdest du Menschen mitgeben, so mit ein paar Worten für heute, für was du glaubst? Ich kann nur sagen, geht mit euch selber behutsam um. Geht behutsam um. Glaubt nicht alles, sei es positiv noch negativ, was gesagt wird. Lasst es im Raum stehen und spürt hinein, ob es richtig ist. Und geht behutsam in jeder Lebenslage vor. Ja, ich sage eigentlich nur ein Wort. Lebt mehr Freude. Holt die Freude in euer Dasein und lebt das. Das gesundet und macht euch fit für die nächste Zeit. Ich
Ich weiß gar nichts. Nicht vorsagen. Also, das, was du gesagt hast über die Kinder, und das hat mich sehr bewegt, weil die Kinder ja mein Thema sind. Und das Wichtige ist auch da wieder, sowohl für die Eltern wie für die Kinder, dass das Bisonkind und das Schmetterlingkind nicht auf sich rumkloppen. Also ich habe meinen Kindern das so erklärt, wenn einer ein Ferrari ist, dann kann er 300 auf der Autobahn fahren, aber versuch mal mit dem auf dem Rübenacker klarzukommen. Ja, der braucht eine klimatisierte Garage, alles Mögliche. Und der Traktor, der ist super zum Rübenernten, und aber auf der Autobahn ist dazu nichts zu gebrauchen. Und es hat keinen Sinn, man muss rausfinden, was bin ich? So, und das und dann auch noch sich selber lieben. Und das war's eigentlich. Ja, in gewisser Weise kann ich mich da schon auch anschließen. Irgendwer hatte mal gesagt, wir sollen wieder wie die Kinder werden. Und die Kinder haben ja noch innere Bilder und die haben auch noch ein inneres Paradies. Das hat sehr viel mit Urvertrauen zu tun. Das ist uns irgendwann einmal ausgetrieben worden. Die wirkliche Kraft kommt aber genau von dort. Und ich bin meinen Weg auf eine ganz bestimmte Art und Weise gegangen. Warum? Weil ich in Schlüsselsituationen mir diese Kraft von genau dort geholt habe. Und da war Kraft da, Ende nie. Unendlich viel Kraft, eigentlich aus dem Nichts heraus. Und wenn man weiß, dass das möglich ist, und man hat selbst erlebt, mit unglaublichen Ergebnissen, ja, dann traut man sich halt im nächsten Schritt auch wirklich alles zu. Und die sowas Ähnliches hinter sich haben, sitzen eh da. Das ist ja ganz logisch. Aber das ist keine Exklusivität, das kann jeder machen. Aber die Voraussetzung ist, dass man sich in Schlüsselsituationen einfach zutraut. Ja. Sich einfach aus Prinzip immer das Unmögliche zuzutrauen. Weil nur wenn man sich das zutraut, macht man es damit möglich. Ja. Und wenn man das ein paar Mal internalisiert hat, wie man Unmögliches möglich macht, dann kann einen keiner aufhalten. Und da sind wir alle mit im Boot. Ja, was habe ich so für mich? So ein Resümee, ich sehe es, erstmal dürfen wir lernen oder einfach nicht lernen, sondern das erkennen, dass wir in der Angstfreiheit gehen sollen. Wenn die Angst weg ist, und wir werden ja von Ängsten. Bitte? Ja, natürlich, aber wir haben eine Menschheit, die Angstkrankheiten bekommt, in die Angst reinkommt, Existenzängste, das meinte ich damit. Ja, das Vertrauen finden, die Angst weg, wie auch immer. Wenn man das ja angesprochen ist, ja. Nicht Angst oder keine Angst, sondern genau, jetzt, Entschuldigung, das war vorhin auch gesagt worden. Ich komme schon wieder drauf. Danke dir, Jutta. Wir sind ja dabei, immer solche Worte zu gebrauchen. Das ist das Muster, was sie uns eingeprägt haben. Das müssen wir ändern. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich ertappe mich ja auch immer wieder. Ich glaube, dass jeder von uns, das ist ganz normal. Und deswegen, also für mich heißt es, dass wir ein gutes Gefühl bekommen. Das haben wir jetzt ausdiskutiert. Das, ne, mit der Angst, da, ja. ein gutes Gefühl zu bekommen, denn das bedeutet ja, dass wir auch in unsere Potenziale uns entdecken können und auch entdecken können, wirklich zu leben. Und wir sind doch kreative Wesen. Wir sind kreative Menschen. Wir haben so viele Ideen und Potenziale, und hier sieht man jeden Tag irgendwie, wie alles blockiert wird. Ist die Logik doch. Sieht doch jeder, wenn man richtig hinschaut. Also, das kann doch jeder verstehen. Deswegen wieder die Logik. Ne? Wann werden wir das verstehen? Diese Logik ist so einfach zu verstehen. Ich glaube, gibt es hier jemanden, der das nicht versteht? Hand hoch. Ja, ne? Genau. Also, ich denke mir, wir machen mal hier die Runde hier zu, denn es ist auch schon spät. Und ja, das war das zweite Okidok Medienfestival, das erste, aber mit dem ersten Podium heute Abend hier. Und ja, mich hat es total gefreut. Da ist, glaube ich, schon was zum Nachhören. Ich bin schon ganz neugierig, dass wir einen Stuss ich auf jeden Fall geredet haben. Ne? Oder vielleicht auch nicht. Ne? Und vielleicht sage ich auch, wow, ist gut. Ne? Ich finde das immer so schön, dieses Reflektieren. Und das macht Freude. Das sollten wir viel mehr tun. Augenhöhe. Und das sind meine Worte. Die wünsche ich mir für die Menschen, dieses Gefühl zu bekommen. Da haben wir die Fakten drin, die Gefühle drin. Also gehört eigentlich schon alles zusammen, weil wir im Außen auch immer konfrontiert werden mit dem. Und dann dürfen wir erkennen und fließen lassen. Und dann jetzt dem Klaus Klatzel mal Danke sagen, ja, ja, für das, was er hier organisiert hat.
Dankeschön. Ja, und danke an Sie. Ja. Juhu. Dann machen wir Schluss. Danke. Ja, Grüße. Ja, danke an euch. Danke, danke, danke. So, nochmal zum Computer und Aufnahme senden und mal Tschüss sagen auf OKTalk. Mhm. So, und dann sage ich schon mal eine gute Nacht und wir werden jetzt die Musik machen. Morgen sind wir ab 11 Uhr wieder mit unter Medium Festival für euch dabei. Und ich hoffe, euch hat es heute Abend gefallen. Irgendwie fand ich das die gute Atmosphäre nochmal. Ich wünsche jetzt euch eine gute Nacht. Vielleicht gibt es noch ein bisschen extra Talk, könnt ihr mal den Themen nachtun.